Cody, ihr habt mich gehört. Warst du etwa die ganze Nacht hier? Ja, aber wir müssen uns beeilen. Der Hornschwanz kann jeden Moment zurückkommen. Ist das etwa die Höhle des ungarischen Hornschwanzes? Ja, wo ist der Rest der Gruppe? Sind sie in Sicherheit? Was? Sie waren direkt hinter uns. Da ist der Drache. Und kommt jetzt das Duell? Oder eine Energieaufgabe? Oh nein, er ist zurückgekommen. Himmel, das ist ein Jungtier, oder? Das macht ihn nur noch gefährlicher. Die Jungtiere sind schneller und aggressiver. Und er versperrt uns den einzigen Ausgang. Hoffentlich sind die anderen in Sicherheit. Es gibt nur einen Weg, es herausfinden. Wir müssen uns aus der Höhle herauskämpfen. Komm schon, Charlie. Ich kann nicht. Ich bin hingefallen und habe mich am Bein verletzt. Es sieht nicht gut aus. Ich bekomme das hin, aber es wird dauern. Cody, kannst du den Hornschwanz beschäftigen, während ich Charlie helfe? Und diesmal habe ich genug Geld. Aber ich hoffe natürlich, dass ich ihn beim ersten Versuch... Protego! Dass ich ihn mit dem ersten Versuch platt mache. Ja, erstmal ein schöner Schutzzauber. Ich gebe mir Mühe! Keine Sorge, Charlie, wir holen dich hier raus! Okay, es tut mir leid, Bill. Mach dir nichts draus, alles wird gut, versprochen! In Ordnung, Hornschwanz. Du bist nicht der erste Drache, gegen den ich kämpfe und du wirst ganz bestimmt nicht der letzte sein. Hoffe ich. Diesmal. So, los geht's. Zeit für ein Duell. Und es war letztes Mal so, war das letztes Mal auch schon so günstig? Auf jeden Fall war es letztes Mal so, dass ich mein ganzes Geld dafür ausgegeben habe und es nicht geschafft habe. Damals war ich halt noch deutlich schwächer. Man sieht, wie viel Zeit seitdem vergangen ist. Ich bin ein bisschen stärker geworden. Und ich kann den Hornschwanz jetzt besiegen. So. Oh, schon wieder betäubt. Na gut, aber ich bin deutlich stärker. Ich mache mir jetzt keine Angst. Ich bin betäubt. Aber wieder, wie stark der war, als er mich letztes Mal mit dem Schwanz getroffen hat. Da war ich fast halb tot. Naja, also. Jetzt mache ich dich aber tot mit deinem Depulso. Weißt du? Und Depulso. Wie jetzt? Das hat nicht gereicht. Okay, damit hatte ich es nicht gerechnet. Dann muss ich ihn nochmal treffen. Okay, dann wird es doch ein bisschen spannender. Aber, nee, ist ja nicht stark. Ich blute, ja, meinetwegen blute ich dann halt. So, komm schon. Mit mir. Ja gut, dann, was machst du jetzt? Ja, brüll mich halt mal an. Ah, ja. Nein! Bin betäubt. Ach komm schon, das muss doch nicht immer. Dieser blöde Drache, ey. So, jetzt aber. So. Guck mal, da reicht sogar. Ich mach den Drachen mit einer Feuerattacke platt. So. Incendio! Und tschüss. Ich hab's geschafft. Haha! Ja, ich hab's geschafft! Damit ist die Schmach beendet. Ja, komm, spuck nur nochmal Feuer. Du bist besiegt. Protego. Aha. So, erledigt. So, Abdrache. Wie sieht es aus, Bill? Ich weiß nicht, ob ich noch länger durchhalten kann. Oh. Wir haben es fast geschafft. Geben wir uns nur noch etwas mehr Zeit. Die Betäubung selber riecht nicht viel aus. Ich brauche etwas Wichtigeres. Denk dran, was Kesselbrand gesagt hat. Wovon redet der Cody? Kurz ganz sicherlich nicht. Ja, wahrscheinlich Schlafzauber. Das stimmt, er meinte, wir sollen den Schlafzauber einsetzen, wenn wir einem Eisenbock begegnen. Hoffentlich funktioniert das auch gegen einen Hornschwanz. So, dann. Wie ist denn der Zauberspruch? Will mir nicht verraten. Na gut. Schlafzauber! Gute Nacht. Der Zauberspruch ist wahrscheinlich... La, le, lo. Ich kann es kaum glauben, es hat funktioniert. Und da sind auch die anderen. Cody, zum Glück geht es hier gut und du hast Charlie gefunden. Wir wären früher zurückgekommen, wenn dieser Drache uns nicht in die Quere gekommen wäre. Wer hätte gedacht, dass Drachen so rücksichtslos sein können? Geht es Charlie gut? Was ist passiert? Das möchte ich auch gerne wissen. Was hast du dir dabei gedacht, Charlie? Du hättest dich ernsthaft verletzen können. Himmel, du hast dich ernsthaft verletzt. Warum musstest du einfach so davonlaufen? Ich bin eher was so davon gelaufen. Ich wollte mich beweisen, darum bin ich auf die Suche nach dem Ei gegangen. Und naja, ich hab's gefunden. Unglaublich! Urk aufs Ei! Genauso wie Cripop jetzt beschrieben hat.
Der Hornschwanz hat es also wirklich. Ich verstehe auch warum. Urkufs Design scheint von einem Hornschwanzei zu stammen. Seht ihr, wie unehm es ist. Können wir uns jetzt alberne Ei später genau ansehen? Ich möchte nicht herausfinden, wie lange der Schlaf sogar anhält. Stimmt auch wieder. Lasst uns zum Lager zurückkehren, bevor der Hornschwanz aufwacht. Ja. Und dann mache ich hier jetzt mal einen Cut. Und es geht gleich weiter. Und da sind wir jetzt zurück auf dem Weg zum Lagerplatz. Alles ist wieder gut. Urgrufs Ei wurde gefunden. Charlie wurde gefunden. Ich habe den großen Kampf gewonnen. Ja, Charlie sieht ziemlich niedergeschlagen aus, findest du nicht? Das stimmt, ich würde gerne mit ihm reden, aber ich befürchte, dass er immer noch wütend auf mich ist. Ich glaube, das Ganze ist ihm einfach nur peinlich. Lass uns zusammen mit ihm sprechen, was meinst du? Ist alles in Ordnung, Charlie? Ich weiß nicht so recht. Ich habe das Gefühl, dass ich alles vermasselt habe. Unsinn, ich sehe es jedenfalls nicht so. Ich auch nicht. Danke, aber ich weiß, dass ihr das nur sagt, um nett zu mir zu sein. Dann lass uns noch etwas mehr darüber reden. Wir können dich bestimmt überzeugen, die Sache so zu sehen wie wir. Du hast den Mut eines Fluchbrechers. Oder sogar eines Drachenwärters. Und du sagst das wirklich nicht nur, um nett zu sein? Ich bin mir nicht sicher, ob ich allein hier draußen eine ganze Nacht überstanden hätte. Ohne dich hätten wir das Goldene Ei niemals gefunden. Bill macht sich wirklich Sorgen um Charlie. Ich habe mich kindisch verhalten. Scheinbar bin ich nicht so erwachsen, wie ich dachte. Alles wäre gut gegangen, wenn ich nur einen ruhigen Kopf behalten hätte. Das war wirklich tapfer von dir, allein bei Nacht im Drachenreservoir rumzurennen. Tut mir leid, Charlie, es ist nichts Komisches daran, dass du Drachenwärter werden möchtest. Verstehst du, was wir meinen, Charlie? Ja, du hast ihm nicht unüberlegt gehandelt, warst aber auch sehr tapfer. Tapfer und erfinderisch. Nicht viele Zauberer hätten eine Nacht allein in einem Drachenreservoir überlebt. Kesselbrand wäre stolz. Trotzdem, ich hätte nicht einfach so davonlaufen dürfen. Das war dumm und gefährlich. Außerdem war deine Geschichte wirklich witzig. Ich mag es nur nicht, wenn Leute über mich lachen. Tut mir leid, Bill. Schon in Ordnung, versprich mir nur eines, okay? Was meinst du? Erzähl unserer Mutter nichts davon. Wenn sie wüsste, welche Gefahr ich dich gebracht habe, würde sie es mir auf ewig vorwerfen. Na gut, dieses Geheimnis bleibt unter uns. Also, wann wird der Portschlüssel aktiviert? Gleich ist es soweit. Habt ihr das Zelt inzwischen abgebaut? Ja, und zwar ganz ohne eure Hilfe. Schüttelt das Zelt unbedingt gut aus, wir wollen es schließlich nicht schmutzig zurückbringen. Meinst du, Hagrid würde es bemerken? Seine Hütte wurde nicht sauber gemacht, seitdem Snape ein Erstklässler war. Oh, was für eine krasse Vorstellung. Snape ist so alt. Werde ich eines Tages auch so aussehen? Wahrscheinlich nicht genauso, aber so ähnlich, ja. Also, sind alle startklar? Ja, ich glaube, wir haben alles gepackt. Übrigens, Charlie, es tut mir leid, dass ich Billy überredet habe, eine peinliche Geschichte über dich zu erzählen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so sehr peinlich sein würde. Schon in Ordnung, Merula, ich akzeptiere deine... Nun, ich schätze, das kann man eine Entschuldigung nennen. Der Portschlüssel ist bereit, können wir nach Gringotts zurückkehren? Los geht's, wir haben ein Ei abzuliefern. Und der Portschlüssel, wo ist er denn? Ich sehe ihn noch nicht. Wir stehen im Kreis, da ist kein Portschlüssel. Jetzt ist alles schwarz. Und jetzt sind wir bei Gringotts angekommen, was soll das denn? Und da kommen wir an, wie schön. Oh, Barnaby und Charlie sind nicht so gut mit Portschlüssel. Oh, wenn das nicht die Lungen sind, die ich vor einigen Tagen erwischt habe. Völlig richtig, Albert, da sind sie, in Fleisch und Blut. Wir sind keine Halunken, wir sind mit Billy, okay? Ja, also ihr gehört zu mir, ebenso wie die anderen Schüler. Nun gut, aber seien Sie gewarnt, das Burger kann nicht darauf achten werden, dass Sie keine Unfug anstellen. Alles klar. Endlich. Ich gehe davon aus, dass Sie das Ei mitgebracht haben. Natürlich. Ausgezeichnet. Bitte gestatten Sie mir, es näher zu betrachten. Unglaublich. Nicht einmal ein Kratzer. Das ist wahre Kobold-Handwerkskunst. Leider hatte der Rest von uns weniger Glück. Was soll das bedeuten? Sie scheinen sich einige früher angefangen zu haben, Mr. Weasley? Ja, was das angeht, in Wahrheit habe ich das Ei nicht alleine gefunden, sondern hatte Hilfe.
Eine ganze Armee, so wie es aussieht. Also, wie haben Sie Orgrosai gefunden? Ich möchte gerne die ganze Geschichte hören. Ich habe auch keine Energiepunkte. Ne, die muss ich gerade mal cutten. Immerhin haben wir das Ei gefunden. Natürlich war es gefährlich, aber wir haben es allesamt gut überstanden. Mein Marshmallow ist perfekt geworden. Tut mir leid, dass ich ihn kein mitgebracht habe, Sir. Bailey hat sich schon wieder ohne mich mit einem Dran duelliert. Das ist total unfair. Das Ei lag in der Höhle eines ungarischen Hornschwanzes. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich weiß, wie unwiderstehlich Abenteuer sein können. Die Drachen waren unglaublich, ziemlich fürchterlich, aber trotzdem unglaublich. Vielleicht hätte ich sie fragen sollen, bevor ich so viele Leute mitnehme. Ich bin in eine missliche Lage geraten, aber Bill und Cody haben mich da rausgehauen. Und wir haben das Ei gefunden. Bill war dagegen, dass wir ihn begleiten, aber am Ende haben wir ihn halt überredet. So ist es gewesen. Charlie hat das Ei auf eigene Faust gefunden und Bill und ich haben ihm geholfen, vor dem Hauernschwanz zu fliehen. Die Lorbeeren gebühren nicht mehr allein, es war Cody, der den Drachen besiegt hat. Ich schätze Ihre Ehrlichkeit, Mr. Weasley. Und seien Sie nicht so streng mit sich, Fluchfächer müssen nicht immer alleine arbeiten. Hört, hört! Was Sie betrifft, Cody, richtig? Jetzt könnte jemand wie Sie gebrauchen. Ich empfehle Ihnen eine Karriere als Fluchfächer, wenn Sie Ihren Abschluss gemacht haben. Das würde mir gefallen, vielleicht habe ich meine Berufung gefunden. Vielleicht sollte ich Bill bei seiner nächsten Mission auch begleiten. Okay, lass uns bitte auf dem Teppich bleiben. Solltet ihr nicht außerdem mal langsam nach Hogwarts zurückkehren? Ich schätze schon. Warum sollten wir? Wir brauchen nur dieses Zelt untereinander. Stell dir nur vor, jede Nacht an einem neuen Ort zu zelten, jeden Tag gefährlichen Geschöpfen zu begegnen. Was gibt es Besseres? Mir fallen jede Menge Dinge ein. Das ist eine schöne Idee, Barnaby. Aber ich würde mein Bett vermissen. Genau, die Aufregung als Fluchfächer reicht mir schon. Sogar ich habe genug von gefährlichen Geschöpfen, fürs Erste zumindest. Wirklich? Das hält nicht lange an. In ein paar Tagen bist du wieder total verrückt nach Drachen. Jetzt, was du erwähnst, allein bei der Erwähnung von Drachen sehe ich mich schon nach der Höhle des Hornschwanzes. Dann waren es wohl nur einige Sekunden. Damit ist das Fluchfächer-Abenteuer abgeschlossen. Ich habe meine Revanche gegen den Drachen gehabt. Und... frag mich jetzt, wann ein Event viel mehr jetzt noch, das ich verpasst habe. Das war nämlich, habe ich nämlich wegen meines Urlaubs verpasst. Und das war jetzt vor genau einem Jahr. Ich war nämlich übermorgen wieder in Urlaub. Deswegen starte ich auch keine neue Aufnahme mehr vor der nächsten, vorher. Aber ich müsste ja jetzt hier das neue, coole Fluchbech-Outfit, das hier. Das ist das Drachenkämpfer-Outfit. Ja, das ziehe ich dann natürlich erstmal. Ja, und für diese Folge sammle ich hier noch Papier ein. Ach nein! Die Energiepunkte hätte ich lieber später gehabt. Naja. Dann sammle ich das hier alles noch schnell ein. Schau mir die Schokofroschkarte an. Mist. So. Hier ist jetzt zwar auch ein neues, Kachel-Event aufgeploppt. Wo ist es denn? Hä? Da? Aber... ja, das werde ich jetzt auch nicht machen. Ich habe gerade den Billyweg mehr geholt und werde wohl keine neuen Bücher mehr brauchen. Ich sage jetzt mal Arrivederci, over and out.